Hallo ihr Lieben, da ist eure Kocheule. Schön, dass ihr dabei seid. Wir machen uns heute super leckere Muffins, und zwar Schokomuffins mit einem Nougatkern. Genau, wenn ihr wissen wollt, wie dieser Kern funktioniert, bleibt dran. Was brauchen wir für das Ganze? Wir brauchen im Prinzip 200 Gramm glattes Weizenmehl, 2 mittelgroße Eier, 30 Gramm Backkakao, 110 Gramm braunen Zucker, dann haben wir 120 Gramm Milch, eine Prise Salz, 2 Teelöffel Backpulver, 125 Gramm weiche Butter, die darf sich in so Stücke schneiden, und dann 12 Stück Nougat. Von so einem schnittfesten Nougat am besten, und das bis zur Weiterverwendung ins Gefrierfach stellen. Erkläre ich später dann, warum genau. Des Weiteren braucht man dann eine Muffin-Backform, so ein Muffin-Backblech, und darf sich entweder aus Silikon oder Papier so Backförmchen reinsetzen. Jetzt fangen wir an mit dem Schokorührteig, und dafür geben wir im Prinzip einmal nur die Butter und den Zucker in den Mixtopf, und als allererstes, das habe ich schon da, den Rühraufsatz aufs Messer setzen. So, dann die Butter rein. Und den Zucker drüber. Und das Ganze wird jetzt für 3 Minuten bei 37 Grad auf Stufe 3 cremig gerührt. Jetzt haben wir da einmal eine schöne Masse, und jetzt Messbecher runter, stützt das Ganze nur mal für 2 Minuten 30 ein. Nur mal Stufe 3, und wenn nur noch eine Minute angezeigt wird, dann darf man die Eier nach und nach durch die Deckelöffnung einfach mit reinplumpsen lassen. So, jetzt schaut das so aus, eine richtig schöne Eierzucker-Buttermasse, schaumig geschlagen. Jetzt haben wir uns als allererstes, wichtig, den Schmetterling, also den Rühraufsatz raus. Und zwar aus dem einfachen Grund, dass wir ein bisschen eine klebrigere Masse machen, ein bisschen einen festeren Teig, damit uns das Nougat dann auch im Teig als Kern bleibt und vom Teig umschlossen wird und nicht nach unten durchsickert. Und dazu sollte eben der Teig ein bisschen fester sein. Jetzt und drum auch das mit dem Gefrieren. Aber da komme ich dann auch noch dazu. Jetzt mischen wir uns einfach zu unserem Mehl einmal den Backkakao dazu. Genau wie eben auch die Prise Salz und das Backpulver. Einfach so ein bisschen durchmengen. Jetzt stellen wir uns bei der Stufe einfach mal 2,5 ein und keine Zeit. Wir nehmen uns die Zeit, die wir brauchen. Ich gebe jetzt immer 3 bis 4 solche Teelöffel von der Mehlmischung dazu und dann einen Schluck Milch, und das abwechselnd, bis alles aufgebraucht ist. Eben direkt da aufs laufende Messer. Und der Thermomix rennt ohne Zeit auf Stufe 2,5. So, wenn ihr das dann gemacht habt und alles untergehoben ist, geht's her und darf sich nochmal schön vom Rand alles da nach unten schieben. Deckel drauf, Messbecher einsetzen, und jetzt für 15 Sekunden auf Stufe 4 schön miteinander vermischen. So, jetzt habe ich mal meine gefrorenen Nougatstücke, angefrorenen, das Muffinblech
Und jetzt habe ich da meinen Teig. Und jetzt machen wir das so. Ihr seht, der Teig ist ein bisschen pumpig, sage ich jetzt einmal. Das heißt, er läuft nicht raus, sondern er ist ein bisschen auf der festeren Seite. Und das hat eben den Sinn, dass, wenn ich jetzt, ich gebe jetzt einen Esslöffel von dieser Masse da rein. In diese Masse stecke ich dann das da, also aber nur ganz leicht, ich lege es eigentlich eher drauf. Und dann kommt nur mal Teig drüber. Und ich will, dass eben der Teig fest wird, außenrum, bevor das innen anfängt zu schmelzen, weil dann habe ich eben das Problem, dass man durch diesen noch nicht zugebackenen Teig außenrum das Nougat dann läuft. Und dann habe ich nicht wirklich einen Kern. Und deshalb machen wir das so. Das heißt, jetzt gebt ihr mal in jedes von diesen Förmchen einen Esslöffel ungefähr vom Kuchenteig, vom Muffinteig. So, jetzt kommt überall ein Stück Nougat drauf, nicht zu fest andrücken, sondern wirklich nur so leicht in die Mitte setzen. Boah, ich kann mir das jetzt schon gut vorstellen. Backofen könnt ihr übrigens jetzt auf Ober-Unterhitze 180 Grad auch schon vorheizen. So, und jetzt wird einfach schön das Nougat oben auf, nur mal schön mit Kuchenteig. Muss nicht mehr ganz ein Esslöffel sein, weil der geht ja auf, auch durchs Backpulver. Einfach schön nochmal abgedeckt. So. So schaut es dann aus. Durch das, dass jetzt der Kern gefroren ist, taut der natürlich, muss der erstmal auftauen oder ganz antauen, bis er schmilzt. Jetzt hat der Kuchenteig ein bisschen länger Zeit zum zum Festwerden und innen das braucht länger zum Weichwerden. Somit sorgen wir für einen Kern, für einen optimalen. Das Ganze wird jetzt für 20 Minuten in den Backofen geben. Dann schauen wir mal rein, weil ihr müsst euch jetzt vorstellen, der Teig soll jetzt schon durch werden, also braucht nicht mehr roh sein, aber es soll jetzt nicht zu durchgebacken werden, weil sonst natürlich der Kern und der ganze Teig einfach zu trocken wird. Das heißt, zwischen 18 und 20 Minuten sollen die jetzt in den Ofen. Einfach ein bisschen beobachten, Stäbchenprobe, wenn ihr es machen wollt, gerne nur, vielleicht nicht in die Mitte, sondern am Rand, dass ihr den Kern nicht erwischt. Und dann schauen wir, wie es geworden ist. So, ihr Lieben. Jetzt sind die Muffins fertig. Ich hole mir da jetzt einfach mal einen raus. Die waren jetzt nicht ganz 20 Minuten drinnen bei mir. Ich habe die Stäbchenprobe gemacht und für mich hat das Ganze bestanden, hat er den Test bestanden. So, jetzt. So, seid ihr bereit? Schauen wir mal. Und oh ja. Genau so wünschen wir uns das. Er ist richtig schön saftig. Das seht ihr eben, also er ist nicht zu lange gebacken. Das ist, finde ich, ganz wichtig bei Muffins. Und dann dieser weiche Kern. Ha, lecker. Nougat. Ich werde es auf jeden Fall probieren. Aber dazu muss ich ihn jetzt einfach nur kurz liegen lassen, weil der ist wirklich jetzt gerade frisch aus dem Ofen. Ja, also für jeden von euch, der Schoko mag oder Muffins mag oder Nougat mag, der was alle drei Dinge mag, probiert es unbedingt aus. Also es ist wirklich ein geniales Rezept, wie ich finde. Ich wünsche euch jetzt beim Nachbacken ganz viel Spaß, wenn euch das Video gefallen hat. Daumen hoch, Abo bitte gerne dalassen. Ich freue mich auf eure Kommentare und auf eure Erfahrungen mit dem Rezept und wie es euch schmecken. Und ich wünsche euch nur ganz viel Spaß. Alles Liebe, tschüss. Boah, ich glaube, ich muss den jetzt kosten. Eigentlich wollte ich nicht. Boah, der riecht gut. Boah.
Mit Nougatkern. Achtung, jetzt koste ich nur für euch. Vielleicht baut ihr das ins Video ein. Boah. Einfach nur saftig, lecker, fluffiger Teig und dann das Nougat. Wahnsinn. Top.